Als letzte Rednerin der Fraktionen gebe ich das Wort an Kollegin Schmidt für die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Dämonenkrieg ist eine Herausforderung, dass wir unser Unterscheidungsvermögen, unsere Fantasie und unsere Urteilsfähigkeit schärfen. Die Kunst kann mit dem Möglichkeitsraum anders umgehen als die Politik und die Menschen in ihrer Lebenswelt. Die Künste beherrschen den Konjunktiv, das Futur II, den Optativ im Altgriechischen, das Konjugieren der Wünsche. Vor allem verstehen sie sich auf das Probehandeln im Geiste. Neben die Realität treten und entdecken, da liegt ja das Wirkliche, da liegt der Zusammenhang, da liegen die Notausgänge. Wird die Wirklichkeit irre, gibt es gleich neben ihr Bodenhaftung. Die Künstler sind Entdecker der Wirklichkeit. Das war ein Zitat des Autors und Filmemachers Alexander Kluge. Er zeigt das, was die Kunst vermag, das, was sie möglich macht, den Perspektivwechsel, den Wechsel zwischen Realität und Möglichkeitsform. Und das ist meine Hoffnung für den Krieg, aber auch für viele andere Krisen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sprechen wir über das Zusammenleben und darüber, wie wir Krisen gemeinsam meistern können, dann müssen wir auch über Kunst und Kultur sprechen. Denn Kultur stiftet Gemeinschaft, ermöglicht Begegnung und baut Brücken. Kultur aber bricht auch Tabus, überschreitet Grenzen und hilft uns, Haltung zu entwickeln und Haltung zu zeigen. Kultur ist ein wesentlicher Teil unserer Demokratie und wesentlich für unsere Gesellschaft. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und wir müssen dafür sorgen, dass sich dieses Bewusstsein auch tief in unserer Gesellschaft verankert. Wir haben es uns zum Auftrag gemacht, Kunst und Kultur in Hessen zu fördern. Seit dem Beginn der Legislaturperiode haben wir den Kulturetat um rund 10 Millionen Euro erhöht, mit dem Ziel, Kunst und Kultur in ihrer ganzen Vielfalt zu stärken. In der Corona-Pandemie haben wir mit unseren zwei Kulturpaketen dafür gesorgt, die schlimmsten Folgen für Kunst und Kultur in unserem Land abzumildern. Und für die Umsetzung der ersten Maßnahmen aus dem Masterplan Kultur haben wir im Doppelhaushalt 5,5 Millionen extra bereitgestellt. Damit zeigen wir, wie sehr uns allen Kunst und Kultur am Herzen liegt und wie lebenswichtig sie für unsere Gesellschaft ist. Und damit meine ich auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Plenarsaal, herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Diese Unterstützung für Kultur in unserem Land ist sehr wichtig, besonders und gerade jetzt. Denn Kunst und Kultur stehen vor außergewöhnlichen Herausforderungen. Wir leben in einer Zeit der gesteigerten Krisenanfälligkeit. Beinahe über Nacht hat die Corona-Pandemie ein Schlaglicht auf altbekannte Probleme geworfen und diese Probleme wie im Katalysator verschärft. Die Not der Künstlerinnen, die Sorgen und die Existenzängste der Menschen, so viele Einzelschicksale, die wir miterlebt haben und die wir gekämpft haben. Ich habe das alles noch ganz deutlich vor Augen, und ich kann die Zerbrechlichkeit und die Erschütterung immer noch spüren. Das alles hat die Kulturpolitik in Hessen vor eine doppelte Aufgabe gestellt. Erstens, Künstlerinnen und Künstler in dieser existenziellen Krise beizustehen und zweitens, die reiche kulturelle Landschaft in Hessen zu erhalten. Kultur findet häufig unter so prekären Bedingungen statt, dass jede Krise zur Existenzbedrohung wird. Für Künstlerinnen und Künstler geht es häufig um die Existenz. Deshalb müssen die sozialen Sicherungssysteme endlich angepasst werden. Deshalb müssen KünstlerInnen fair bezahlt werden. Und deshalb sind Honoraruntergrenzen für die Kulturförderung so wichtig. Die vielen Gespräche mit Kulturakteurinnen in dieser Zeit waren wichtig. So ist Vertrauen gewachsen, und nur so konnten schnell Maßnahmen definiert werden, die zielgerichtet, schnell und unbürokratisch umgesetzt werden können.
konnten. Und darauf müssen wir jetzt aufbauen. Denn die tiefgreifenden Entbehrungen der Corona-Pandemie wirken vielerorts noch fort. Hinzu kommen steigende Energiekosten, Inflation, die nicht nur viele Haushalte belasten, sondern auch und gerade die Kultur. Rücklagen sind aufgebraucht, Tantiemen bleiben aus und die Publikumszahlen sind gesunken. Klimawandel, Digitalisierung, veränderte Publikumsstrukturen und Erwartungshaltung, das alles kommt noch hinzu. Wären wir auf einer Bühne und unser Leben ein Theaterstück, dann würde man dies alles ein dramatisches Moment nennen, das alle Beteiligten zum Handeln zwingt. Dieses dramatische Moment ist aber Realität. Bewahrtes zu bewahren, das alleine genügt deshalb nicht. Jetzt sind neue Wege, neue Perspektiven und zukunftsfähige Konzepte gefragt, damit Kunst und Kultur in unserem Land krisenfest wird. Und genau hier haben wir mit dem Masterplan Kultur angesetzt, Kunst und Kultur in die Zukunft zu denken und Handlungsempfehlungen für Politik, Verwaltung und Institutionen zu entwickeln. Partizipativ, auf Augenhöhe und transparent. 330 Expertinnen aus Kunst und Kultur haben sich am Masterplan beteiligt. Und darüber hinaus noch viel mehr interessierte Bürgerinnen bei den Regionalforen oder online. Das ist ein großartiger Erfolg für Partizipation und Teilhabe, aber auch für die Kultur selbst. Denn die Mitsprache, die Mitbeteiligung und das Mitentscheiden der Kulturakteurinnen war und ist für die Zukunft der Kulturpolitik in Hessen nicht nur wichtig, sondern essentiell. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen Beteiligten dafür ganz herzlich zu danken. Haben Sie herzlichen Dank dafür, dass Sie sich eingebracht und eingemischt haben. Durch Sie alle wurde und wird der Masterplan Kultur zum Erfolg. Danken möchte ich aber auch dem HMWK und allen voran unserer Kulturstaatsministerin Angela Dorn und allen anderen beteiligten Ministerien. Kulturelle Daseinsvorsorge ist eine Querschnittsaufgabe. Deshalb ist die interministerielle Zusammenarbeit an dieser Stelle sehr wichtig. Und es ist uns ein Anliegen, dass diese partnerschaftliche Zusammenarbeit auch fortgeführt wird. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, entscheidend ist aber, dass nicht nur miteinander diskutiert worden wurde, sondern dass auch Ergebnisse erzielt wurden. Lassen Sie mich heute dazu drei Schwerpunktthemen nennen. Erstens Stärkung und Vernetzung im Bereich kulturelle Bildung. Zweitens Teilhabe und Vielfalt. Drittens bessere und nachhaltige Strukturen für die Kultur in ländlichen Räumen. Erstens. Kulturelle Bildung prägt den Menschen. Sie stärkt das Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten. Sie lässt erleben, dass es sich lohnt, aktiv zu werden und sich zu engagieren. Aber sie fordert uns auch heraus, zu experimentieren und Gewohntes zu hinterfragen, kritisch sein, sich selbst reflektieren, aber auch Visionen zu entwickeln und die Gesellschaft mitzugestalten. Und ganz wichtig, unser Ziel ist es, dass kulturelle Bildung allen Menschen überall offen steht, flächendeckend, leicht zugänglich, von Anfang an und ein Leben lang. Deshalb müssen wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, erhalten und ausbauen, dass kulturelle Bildung mit und durch Kunst und Kultur gelingen kann. Das ist nicht ganz leicht zu lösen, denn nach wie vor sind die unterschiedlichen Bildungsbereiche zu wenig miteinander verzahnt. Wollen wir es wirklich schaffen, dass kulturelle Bildung in allen Bereichen durchdringt, müssen wir alle Akteure an einen Tisch zusammenbringen und Teilhabe durch Kultur als Querschnittsaufgabe verankern. Dazu zeigt der Masterplan ganz konkrete Handlungsfelder auf. Zum Beispiel die Verankerung kultureller Bildung als integraler Bestandteil des Bildungskanons und die Verbesserung der Schnittstelle zwischen Kulturvermittlung und unseren Bildungseinrichtungen. Oder die Schaffung von Formaten, die Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch, Qualifizierung und Weiterbildung ermöglichen. Oder den Aufbau eines Künstlerinnenpools für mehr Professionalisierung, Sichtbarkeit und Kooperation. Bildung durch Kunst und Kultur ist für uns wesentlich, und deshalb machen wir hier schon viel, und wir haben noch viel mehr vor.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe in dem vergangenen Jahr schon einmal von einem meiner Lieblingsprojekte erzählt. Es handelt sich um das Projekt Wellenschlag 22, das letztes Jahr durch unser hessisches Open-Air-Programm ins Freie gefördert wurde. Für mich ist das ein Projekt, wie wir es uns als Kulturpolitikerin nicht besser wünschen könnten. Und es macht deutlich, wie übergreifend kulturelle Bildung im Miteinander verschiedener Akteure wirken kann. 20 Konzerte in 4 Reihen an 8 verschiedenen Orten, jede Reihe mit anderen Kooperationspartnerinnen von Kindergarten und Grundschule über Theaterschule und Kulturverein und Märchenhaus bis zum Magistrat der Stadt Weilburg. Begonnen an der Kreismusikschule Oberlahn war das hochkarätige Kulturprogramm im vergangenen Jahr eine Erfolgsgeschichte. Ein Projekt exemplarisch für Vernetzung, für Kooperation und für kulturelle Bildung in ihrem besten Sinne. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die Vorbild für andere sein kann. Solche Erfolgsgeschichten wollen wir in Zukunft in Hessen noch viele erzählen. Und dazu brauchen wir die Maßnahmen aus dem Masterplan Kultur. Wir schmücken uns gerne mit der Vielfalt in unserer Gesellschaft. Aber leider hat sich diese Vielfalt noch nicht in allen Bereichen durchgesetzt. Und ich denke auch, ich weiß, warum das so ist. Nach wie vor gibt es in vielen Köpfen die Vorstellung von homogenen Gruppen, die auf eine Dimension oder einen Aspekt von Vielfalt reduziert werden. Das ist ein Fehlurteil, das wir gemeinsam ausräumen müssen. Und dabei hilft uns die Kultur. Suchen, fragen und offen bleiben, statt andere zu beurteilen oder in Kategorien einzuteilen. Das ist eine Haltung, die man in der Kultur findet. Und diese Haltung brauchen wir nicht nur in der Politik, sondern auch in unserer Gesellschaft. Dann ist echte Teilhabe möglich. Diversität ist längst zum Schlagwort in der Kulturszene geworden. Viele Museen, Theater und Konzerthäuser sehen klar die Notwendigkeit, sich in unserer pluralen Gesellschaft damit auseinanderzusetzen. Denn Diversität ist einfach eine Tatsache. Es ist eine Tatsache, dass sich unsere Gesellschaft geändert hat. Und unsere plurale, freiheitliche Gesellschaft ist dazu verpflichtet, allen Menschen Möglichkeiten zu eröffnen und das auch abzubilden. Deshalb müssen wir uns die Frage stellen, wie es um die Zugänge zu Kunst und Kultur in Hessen bestellt ist. Wo gibt es Barrieren? Wo gibt es Berührungsängste? Welches Publikum möchte ich erreichen? Ist der Zugang zu Kunst und Kultur gerecht? Antworten auf diese Fragen zu finden, ist für viele Kultureinrichtungen nicht leicht. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn wir uns nicht gemeinsam auf diese Prozesse einlassen und wenn wir nicht experimentieren oder es auch ab und zu ein bisschen verscherzen mit unserem Stammpublikum, dann kommen wir auch hier nicht weiter. Deshalb brauchen Kunst und Kultur unsere Rückendeckung. Rückendeckung aus der Politik. In den beiden vergangenen Jahren durfte ich ein besonderes Projekt begleiten, das einige der eben geschilderten Aspekte aufgreift. Es war eine Kooperation zwischen dem Antagon-Theater in Frankfurt und dem Ondaturo-Teatro in Rom. In der Tanzperformance, die als Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit dieser beiden internationalen Theatergruppen entstanden ist, wurde die Euripides-Tragödie »Die Troerinnen« ins Hier und Jetzt übersetzt. Diaspora, so hieß das Stück, hat im letzten Sommer Premiere gefeiert. Vor über 500 Menschen, kostenlos, ohne Zugangshürden oder Barrieren und unter freiem Himmel. Es handelt von den dramatischen Folgen für Unbeteiligte im Krieg, von besonders vulnerablen Situationen auf der Flucht, von geschlechterspezifischer Diskriminierung, Missbrauch und Gewalt, von Rassismus an den Grenzen. Das alles wurde in Bewegung und Tanz wirkmächtig inszeniert und erfahrbar. Und so hat sich die Diaspora auf der Bühne und im Bewusstsein des Publikums manifestiert. Als gemeinsame künstlerische Erfahrung unter Nutzung aller ethischen, ästhetischen und kulturellen Ressourcen, auch die
von bisher marginalisierter Gruppen. Und das ist ein wichtiger Prozess, ein Prozess, der unsere Denkweise ändern kann. Kultur soll in Hessen für alle Menschen offen stehen. Hier skizziert der Masterplan konkrete Handlungsfelder, zum Beispiel durch Nichtbesucherstudien in unseren Landeseinrichtungen, mehr Repräsentanz von bisher unterrepräsentierten Gruppen in Jurys und Gremien oder Angebote zum gezielten Abbau von Hürden für bisher marginalisierte Gruppen innerhalb der Kunst durch Weiterbildung, Mentoring oder Beratung. Unser Ziel ist Teilhabe an Kunst und Kultur für alle, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft, ohne Hürden, ohne Barrieren und leicht zugänglich, egal wo man wohnt oder woher man kommt. Wir alle erleben, dass Kultur tief in unsere Gesellschaft wirkt. Deshalb müssen unsere Förderprogramme und Maßnahmen auf die individuellen Besonderheiten vor Ort reagieren. Nicht nur punktuell, sondern auch in der Fläche. In Hessen haben wir unterschiedliche Regionen, verschiedenste Herausforderungen und ein vielfältiges Kulturangebot. Dabei gelten in ländlichen Räumen andere Voraussetzungen für den Kulturbesuch als in der Stadt. Kulturangebote sind seltener, der Konzertsaal ist manchmal kein Konzertsaal und diejenigen, die Kultur organisieren, machen häufig eigentlich noch etwas anderes. Kultur in ländlichen Räumen ist nicht einfach da, sie ist strukturell nicht gesetzt, sondern muss von engagierten Menschen geschaffen und am Leben gehalten werden. Und dabei müssen wir sie unterstützen. Dazu möchte ich Ihnen kurz von einem Besuch bei einem Kulturprojekt erzählen, das in einem alten Schwelmer Bauernhof untergebracht war. Dort hat mich bei meinem Besuch Hans Schrewe erwartet. Er ist in St. Pauli aufgewachsen. Hamburg war damals die Stadt der Rolling Stones und der Beatles. Und auch die Welt von Hans war die Musik. Er hat an der Hochschule für Musik und Theater studiert. 1980 zog Hans in die Schwalm. Musik und Kunst und Kultur hat er damals mit sich gebracht, aus einer Hafenstadt in die Mitte von Deutschland, in den ländlichen Raum. Ich kann mich noch sehr gut an diesen Spätsommernachmittag erinnern, im Garten des Bauernhofs. Viele Mitglieder des Kulturvereins waren anwesend, um ihre Fragen an die hessische Kulturpolitik loszuwerden. Ein Buchautor, der aufs Land geflohen ist, um dort in Ruhe zu schreiben. Eine alleinerziehende Mutter, die ihre Handarbeiten in den Räumen des Bauernhofs ausgestellt hat. Ein Norweger, der sich mit geschnitzten Holzlöffeln seinen Lebensunterhalt auf Mittelaltermärkten verdient. Und ein Handwerker, der direkt von seinem letzten Kunden kam. Eine Kollegin war übrigens auch noch anwesend. Aus einem 1,5-Stunden-Termin ist damals ein 4-Stunden-Termin geworden. In einem alten Schwelmer Bauernhaus hat Hans einen Ort geschaffen, an dem sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen begegnen, Kultur erleben und Kultur erschaffen können. Damals ist mir einmal mehr bewusst geworden, wie wichtig solche Orte sind. Und deshalb gibt es viele Maßnahmen im Masterplan Kultur, die genau auf solche Orte zielen. Durch die Bereitstellung von Räumen für künstlerisches Arbeiten, durch die Errichtung von sogenannten dritten Orten oder durch die Ausweitung unseres erfolgreichen Programms Landkulturperlen. Unser Ziel sind bessere und nachhaltige Strukturen für eine ortsspezifische, vernetzte und ko-kreative Kulturarbeit, flächendeckend und überall in Hessen. Uns geht es um Teilhabe an Kultur für alle und damit an der Gesellschaft, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Das ist wesentlich für unsere Gesellschaft und wesentlich für unsere Demokratie. Und deshalb wollen wir Kultur krisenfester machen. Mit dem Masterplan haben wir dafür jetzt die besten Voraussetzungen geschaffen. Mit konkreten Handlungsfeldern, Maßnahmen und Lösungen, sowohl für diese Landesregierung, aber auch für die zukünftigen Landesregierungen. Denn unser Kulturentwicklungsplan setzt Leitplanken für eine zeitgemäße Kulturpolitik. Seine Impulse reichen weit über diese Regierungserklärung hinaus. Der Masterplan ist erst der Anfang, und ich freue mich, dass wir unmittelbar mit den ersten Schritten der Umsetzung beginnen können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Schmidt. Wir sind damit am Ende der Debatte angelangt. Wir haben damit die Regierungserklärung entgegengenommen und besprochen. Bevor ich jetzt den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, schaue ich in die Reihen der AfD-Fraktion. Dort wird das Wort gewünscht. Drücken Sie mal kurz. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, wie schon angekündigt, würden wir gerne zu diesem Tagesordnungspunkt eine Sitzung des Ältestenrates beantragen. Entschuldigen Sie, wenn ich nachfrage, Herr Lambrou, jetzt sofort? Sehr geehrter Herr Präsident, wir würden es jetzt beantragen. Falls das aus bestimmten Gründen überhaupt nicht geht, dann zumindest am Ende des Tages. Uns wäre es allerdings lieber, wenn wir es jetzt machen. Okay, ich habe verstanden, dass jetzt der Antrag gestellt worden ist, einen Ältestenrat einzuberufen. Dazu sehe ich weitere Wortmeldungen. Herr Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben das auch gehört. Wir kennen auch den Vorfall. Meines Erachtens ist hier keine in Anführungszeichen Gefahr im Verzug. Es gibt hier nichts zu entscheiden, was dann den weiteren Ablauf der Sitzung in irgendeiner Art und Weise beeinflussen würde. Insofern plädiere ich dafür und beantrage das auch, dass wir das im Ältestenausschuss beraten, aber in einer regulären Sitzung, dann kann das geklärt werden. Es gibt hier keinen Grund, dass man das jetzt sofort klären muss. Ich glaube, wir haben noch Wichtigeres heute zu tun. Weitere Wortmeldung vom Herrn Frömmrich. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich sehe das genauso. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt hier eine solche Dringlichkeit haben, dass wir jetzt den Ältestenrat einberufen müssen und uns mit dem Mimimi der AfD beschäftigen müssen. Aber ich will auch dazu sagen, der Vizepräsident Jörg-Uwe Hahn hat den Redner ganz normal zur Sache aufgerufen, zu reden. Das ist im Übrigen Bestandteil der Geschäftsordnung. Er hat ihn zum zweiten Mal aufgerufen, zur Sache zu reden. Und dann ist die logische Konsequenz eines Vizepräsidenten, wenn er den Aufforderungen des Präsidenten nicht nachkommt, dann ihm eben das Wort zu entziehen. Das ist laut Geschäftsordnung genau das richtige Vorgehen. Das hat der Kollege Jörg-Uwe Hahn auch genau so gemacht. Und von daher denke ich, brauchen wir jetzt nicht eine Sitzung des Ältestenrats mit dem Mimimi der AfD-Fraktion. Können wir uns denn beim nächsten Mal beschäftigen? So, meine Damen und Herren, also was wir jetzt auf gar keinen Fall machen, ist, dass wir die Ältestenratssitzung hier in der laufenden Sitzung durchführen. Ich gebe jetzt noch mal handlungsleitend die Information an Sie weiter. Mir ist gesagt worden, der Protokollauszug liegt noch nicht vor. Das heißt, wenn wir jetzt den Ältestenrat einberufen, sind wir nahezu handlungsunfähig. Mein Vorschlag wäre, dass wir die Debattenzeit des nächsten Tagesordnungspunktes noch mal dazu benutzen, zu klären, ob wir den Ältestenrat heute tagen lassen müssen. Wenn der Antrag gestellt ist, wird er einberufen. Ich weise nur darauf hin, dass eine Einberufung jetzt und sofort sinnlos ist, weil wir keinen Protokollauszug bisher haben. Ich schaue mal in die Reihen der AfD. Herr Dr. Grobe, bitte. Herr Vizepräsident, wir bitten doch jetzt einen Ältestenrat einzuberufen. Gerade nach den Äußerungen von Herrn Frömmrich ist es dringend geboten. Und wir haben doch eine Antwort. Wir als Fraktion haben auch ein Anspruch auch drauf. Okay, der Antrag auf Ältestenrat ist wiederholt gestellt. Ich weise Sie nur darauf hin, Herr parlamentarischer Geschäftsführer, hier sitzt der Präsident. Für die SPD-Fraktion noch Frau Dr. Sommer. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für die Information, dass das Protokoll noch nicht vorliegt. Sie haben recht, der Ältestenrat ist dann nicht handlungs- oder aussagefähig. Bevor das Protokoll vorliegt, sollten wir nicht in den Ältestenrat gehen und sollten doch die Zeit jetzt sinnvoller nutzen. Ja. Okay, meine Damen und Herren, dann entscheide ich jetzt hier, dass wir nach dem nächsten Tagesordnungspunkt den Ältestenrat einberufen. Ich werde dann die Sitzung unterbrechen, nicht jetzt, um unnötigen Leerlauf zu vermeiden.